Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und wir reden mit Weizaren und Lötrwiss. Der Windradbeauftragte Weizaren vom Windpark Graue Flotte braucht Hilfe. Mit Windkraft lassen sich alle möglichen Maschinen antreiben. Nicht nur die Webstühle für Schafwolle, sondern auch Mahlsteine, welche Weizen zu Mehl verarbeiten. Auch der Sonnenweizen, den wir an der Gockelburg ernten, wird hier gemahlen und in Beutel abgefüllt. Und genau diese Beutel haben die tolldreisten Galagos gestohlen. Wenn du den Galagos eine Abreibung verpassen und mindestens 4 der Beutel frisches Sonnenweizenmehl zurückholen würdest, werden sie die Lektion schon lernen und in Zukunft ihre Finger von unserem leckeren Sonnenweizenmehl lassen. Bringe die Beutel dann zu Skarnmar an der Gockelburg. Er ist dort für den Wareneingang zuständig. Lötzwiss vom Windpark Graue Flotte sucht jemanden, der die Windräder überprüft. Ach, schau mal her. Ist dieses Windrad nicht wunderbar? Es schnurrt wie ein Kätzchen. Das liegt nicht zuletzt an der gewissenhaften Wartung. Übrigens steht die nächste Inspektion an und dafür muss ich die Zustandsberichte der einzelnen Windradhüter einholen. Ich kann aber meinen Posten nicht verlassen, weil ich nebenher noch mit der Verarbeitung von Schafwolle beschäftigt bin. Würdest du für mich mit den Windradhütern sprechen? Frage die 3 Windradhüter nach dem Zustand ihrer Windräder, dann teile dem Windradbeauftragten Weizaren, der sich um die Wartung aller Windräder kümmert, das Ergebnis mit. Okay, dann gehen wir mal zu den Windrädern. Dann holen wir das Sonnenweizenmehl und dann geben wir die beiden Dinger ab. Easy. Easy Clap. Keine Musik hier gerade. So still. Pure Stille. Ach, das Windrad ist im besten Zustand. Ich habe ja auch jeden Tag ein Auge drauf und öle die beweglichen Teile, wann immer es nötig ist. Getreide mahlen, Wolle spinnen, bei all diesen wichtigen Arbeiten helfen uns die Windräder. Ohne sie müssten wir das alles bei Hand machen. Musik. Ba-da-da-bam-bam. Du bist hier, um einen Bericht entgegenzunehmen. Ich kann dir sagen, dass das Windrad einwandfrei funktioniert. Aber ehrlich gesagt mache ich mir mehr Sorgen um die Schäden, die die Monster anrichten. Es kommt nicht selten vor, dass irgendein Biest sich hier reinschleicht und das frisch gemahlene Mehl mitnimmt. In welchem Zustand mein Windrad ist? Na, sollen wir uns das nicht mal zusammen anschauen? Siehst du dort am Ende des Flügels? Das Segel beginnt etwas auszufransen, aber es ist noch nicht so schlimm, dass man den Flügel neu bespannen müsste. Das Tuch, mit dem die Flügel bespannt sind, ist übrigens das gleiche wie für Schiffssegel. Das hält den Meereswind gut stand. Oh. Interessant. Hast du die Zustandsberichte der Windradhüter mitgebracht? Allein das Rad von Eshushu macht mir etwas Sorgen. Ich bestelle schon mal etwas Tuch für den Fall, dass wir das Segel austauschen müssen. Mit ein wenig vorausschauender Planung lassen sich Ausfallzeiten weitgehend reduzieren. Deswegen ist unser Windpark ständig im Betrieb. Am Windpark Graue Flotte hat Lötzriss Angst vor den Kobolden. Diese Gegend ist ganz schön gefährlich geworden. Erst letzte Woche musste ich mit ansehen, wie Kobolde eine Kutsche überfallen und die gesamte Ladung geklaut haben. Wie soll man da noch ruhig schlafen oder konzentriert arbeiten? Weizaren der Narr findet das alles noch völlig harmlos und sieht absolut keinen Handlungsbedarf. Ich möchte zumindest, dass mein Mann Mögram weiß, was hier los ist. Kannst du bitte zur Gockelburg gehen und ihm von den Überbegriffen der Kobolde erzählen? Auf ihn ist Verlass, er wird sicher sofort etwas unternehmen. Dann gehen wir erstmal ganz kurz hier das Sonnenweizenmehl holen, weil dann müssen wir hier eh zur Gockelburg. Oh. Ich habe übrigens ein bisschen aufgeräumt in meinem Arsenal. Das heißt jetzt, wir haben wieder ordentlich Platz für alles Mögliche. Ach stimmt, ich habe einmal alle Klassen ausgerüstet, damit das alles hier so durcheinander ist, damit ich das einmal sortieren kann. Gut, dass ich daran jetzt gerade gedacht habe. So. Das Problem ist halt, wenn man eine Klasse ausrüstet, wie die ich jetzt hier habe, zum Beispiel den Waldläufer, der merkt sich, in welchem Slot das Item war.
Da legt er das da wieder hin. Das ist ein bisschen komisch. Immer. Deswegen sieht das alles so chaotisch aus, wenn man einmal alle Klassen durchwechselt. Steht außer Frage, dass die Kobolde in letzter Zeit immer dreister werden. Sie wurden auch schon einige Male am nördlich gelegenen Steckenschuppen gesehen. Meiner geliebten Frau möge ich natürlich sofort eine ganze Einheit der Gelbjacken zur Unterstützung schicken, aber leider sind hier in der Gockelbock keine Soldaten stationiert. Pass auf, ich werde einen Bericht über die Kobolde verfassen. Kannst du den Bericht bitte Ostvieh am Lahr-Tagran-Grenzposten bringen? Zum Lahr-Tagran-Grenzposten gelangst du am schnellsten durch die Finstereisenmine und unterhalte dich am Mineingang mit Brünnruth über die Gefahren, die dich in der Mine erwarten. So. Müssen wir hier rein? Kann das sein? Nee, ne? Nee, nee. Ah, da ist er ja. Wo bleibt denn nur das Sonnenweizmehl? Der alte Weizaren war auch schon mal zuverlässiger. Wenn ich noch länger warten muss, kommen wir mit unseren anderen Arbeiten arg in Verzug. Du musstest das Sonnenweizmehl erst in Galagos abjagen? Den nehmen auch alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Damit bist du der Held des Tages. Auf euer Abenteuer ist wirklich Verlass. Das Problem ist, dass an der Gockelbock keine Soldaten stationiert sind. Deswegen sind wir auf die Hilfe der Abenteurer angewiesen, wenn es mal ein ernsteres Problem gibt. Skarnmar braucht dringend fähige Hilfe. Haben Sie etwas zu verzollen? Ach, du bist gar kein Händler. Entschuldigung, ich bin für den Warenverkehr in und aus der Gockelbock verantwortlich. Und wenn du ein Abenteurer bist, würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Ein Lieferwagen, der sich unterwegs zur Gockelbock befand, ist in der Finstereisenmine überfallen worden. Ich muss wissen, was es mit dem Überfall auf sich hatte. Würdest du dort einmal vorbeischauen mit dem Lieferanten, ein fleißiger Lalafell namens Wahoi Mahoi, sprechen? Er wird dir alle Einzelheiten erzählen. So. Ja, jetzt müssen wir für beide Quests zur Mine oben hin. Und da ist auch noch eine Nebenquest gewesen, glaube ich. Und dann haben wir sie schon wieder fast alle. Dann machen wir stockenden Verkehr, dann gehen wir hier runter und machen die auch noch schon mal hier fertig. Dann haben wir nämlich alle Nebenquests hier in dem Gebiet auch schon fertig. Wir schließen echt Gebiet nach Gebiet ab, ne? Es kann sein, dass wir später Dungeons machen müssen, weil es irgendwie vielleicht Lücken gibt in den Leveln, keine Ahnung. Hallo, ja, der schnellste Weg zum Latanagran-Grenzposten führt tatsächlich durch die Finstereisenmine. Die Monster da drin tun dir nichts, solange du sie in Frieden lässt. Allerdings schleichen manchmal auch hinterlistige Kobolde durch die Mine. Von denen solltest du dich in Acht nehmen. Brünnruth aus der Finstereisenmine scheint ein Bedrängnis, weil er die Mine nicht betreten kann. Bist du auf dem Weg in die Mine? Wenn ja, würde ich mich gerne deiner Hilfe bedienen. Bei der Förderung von Eisenerz sind die Arbeiter in diesem Stollen auf natürliche Gasblasen gestoßen. Das Schwefelgas ist nicht giftig, aber stinkt so ungeheuerlich, dass die Arbeiten eingestellt werden mussten. Deswegen ist es wichtig, den Gasaustritt so schnell wie möglich zu stoppen. Am effektivsten wäre es, dem Stollen die durch die Grabungen verloren gegangene Erdessenz zurückzuführen. Bringe zu diesem Zweck diese lupenreinen Erzkristalle an den Stellen an, an denen das Gas austritt. Aber sei gewarnt, der Schwefelgeruch zieht Mistfliegenwolken an. Mistfliegen. Skarnmar schickt dich hierher, damit du den Überfall untersuchst. Ich kann dir sagen, dass ich von Kobolden überfallen wurde. Sie schlugen ohne Vorwarnung zu und kamen von allen Seiten. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Bevor ich mir eine Verteidigungsstrategie zurechtlegen konnte, hatten die Kobolde sich schon die Waren vom Wagen geschnappt. Ein paar von der Bande müssen sich noch in der Nähe des Wagens rumtreiben. Untersuche den Lieferwagen, dann kommen sie schon raus. Also tu mir bitte den Gefallen und verpasse den diebischen Kobolden eine saftige Abreibung und nimm ihnen diese gestohlenen Waren wieder ab. Das Tee sollte da nicht drinnen sein. Eine saftige Abtreibung. Verpasse ihn eine saftige Abtreibung. Oh mein Gott. Potato Bett, das kannst du doch nicht machen. Vielen lieben Dank, Sweet Secret, für dein Abo. Aber ich glaube, Sweet Secret ist nicht da. Das ist das automatische Ding, weil sie ja mehrere Monate abonniert hat. Aber trotzdem nochmal danke. Sweet Secret ist ja so verrückt. Die abonniert hier direkt irgendwie 3 Monate oder was war das? Oder 6 Monate, keine Ahnung. Dann auch auf Stufe 2. Die ist verrückt. Verrückte Mongos. Bam 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 b
da 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 da. So. Danke, den hast du es gezeigt. So schnell trauen sie sich bestimmt nicht mehr aus ihren Löchern. Wenn ich meine Pfeifchen aufgeraut habe, wage ich mich noch einmal in die Minen und räume auf. Würdest du die Waren zu Skarnma an der Gockelbock bringen? Ja, das kann ich nachher machen, wenn ich eh zurück muss. Das mache ich nicht jetzt. Keine Zeit jetzt, wir müssen hier noch weiter. Aber so haben wir auch wirklich mal endlich an jedem Ort mal irgendwie Quests gemacht, was ja auch ganz cool ist. Nein, das war keine Absicht, dass ich gewechselt habe. Das war Reflex. dass ich den Gegner gewechselt habe. So. Hervorragend, Abenteurer. Du hast Gestank und Monstern getrotzt und den Gasaustritt gestoppt. Sobald sich das Gas im Stollen verflüchtigt hat, können die Grubenarbeiter zurück an die Arbeit. Dort unten kann es ab und zu schon mal schlecht riechen, aber wer sich davon abschrecken lässt, ist für die Arbeit unter Tage nicht geschaffen. Seit der 7. Katastrophe ist der Bedarf an Eisenerz ständig gestiegen. Egal was kommt, ich werde die Mine weiter betreiben, bis sie keinen einzigen Klumpen Erz mehr preisgibt. Ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist. Heiß wie Ziegwit, du bist ja doch da. Ich hoffe, alles ist gut bei dir. Warst schon länger nicht mehr hier, oder? Letztes Mal war bei Richard, glaube ich. Ich glaube, am Anfang von Blood and Wine warst du da. Ich weiß es nicht mehr. Gut, ich war auch länger nicht da. Also ich bin ja öfters mal nicht da. Also, und der Stream auch macht immer nur eine Stunde. Da bist du ja wieder. Hast du etwas erreicht? Immerhin hast du 3 Bündel zurückholen können. Vielen Dank dafür. Es waren also tatsächlich diese Kobolde. In letzter Zeit häufen sich Vorfälle dieser Art. Dadurch wird unser Arbeitsplan erheblich gestört. Anaok muss unbedingt davon erfahren. Bitte kehre zur Gockelbock zurück und setze ihn von den Vorfällen in Kenntnis. Schon wieder ein Überfall der Kobolde. Den Strolchen scheint es Spaß zu bereiten, uns das Leben schwer zu machen. Sie dringen immer öfter in unser Gebiet vor und wollen es für sich beanspruchen. Aber wir dürfen keinen Schritt zurückweichen, denn zu viele sind von unseren Erträgen abhängig. Aber ewig kann es so nicht weitergehen. Wenn wir keine Lösung finden, reiben wir uns noch gegenseitig auf. Das klingt nach einer Folgequest. Ja. Anaok, der Vorsteher der Gockelburg, denkt voller Sorge darüber nach, was er gegen die Übergriffe der Kobolde unternehmen kann. Die Kobolde, die hier in der Nähe der Gockelburg leben, wagen immer dreistere Überfälle. Nichts und niemand ist mehr vor ihnen sicher. Die Kobolde nennen Ogomoro im Norden der Insel Wilbrand ihr Königreich, doch in Wahrheit sind sie nichts weiter als Wilde. Trotzdem trafen unsere Vorfahren mit ihnen eine Übereinkunft. Limsalominsa sollten die Schätze des Meeres gehören und Ogomoro die Schätze der Berge. Lange Zeit ging das gut und die Kobolde ließen die anderen Völker, die in Lanosea leben, in Ruhe. Doch seit geraumer Zeit kommen sie aus den Löchern der Ogomoro-Berge hervorgekrochen, um zu rauben und zu plündern. Nun schwebt auch die Gockelbock in Gefahr. Wir müssen ihren Treiben entschieden Einhalt gebieten und klare Grenzen ziehen, sonst tanzen sie uns auf der Nase herum. Ich weiß nur noch nicht genau, wie wir das anstellen sollen. Unterhalte dich mal mit der kräuterkundigen Arenlona über das Problem. Da gehen wir mal zur guten alten Arenlona, ne? Die haben ja auch schon Quests gemacht. Ja, ich bin mit Anaok einer Meinung. Wir dürfen die Kobolde nicht länger ignorieren, sonst betrachten sie uns als hilflose Opfer, die sich nach Lust und Laune ausplündern können. Die Kobolde ziehen in großen Banden von den Bergen im Norden aus nach Süden. Es sind viele, aber daraus resultiert auch ihre Schwäche. Nahrungsmangel. Sie haben Probleme, sich ausreichend zu versorgen. Wahrscheinlich hatten sie es auf das Essen abgesehen, als sie die Karawane in der Nähe der Mine überfielen. Doch ihre Beute bestand nur aus Werkzeugen und Kleidung. Praktisch, aber nicht gerade lecker. Deshalb lautet mein Vorschlag, wir sollten die Kobolde mit Essen in eine Falle locken. Bitte frag Anaok, was er davon hält.
Klar, mit Speck fängt man Mäuse oder auch hungrige Kobolde, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Ich glaube, wir haben noch Dodo-Fleisch auf Lager, das mit der nächsten Karawane ausgeliefert werden soll. Frag Skar mal danach. Er soll dir eine Kiste davon als Köder mitgeben. Den Köder legst du am besten an der Finstereisenmine aus. Dann musst du nur noch alle Kobolde erschlagen, die davon angelockt werden. Stimmt, wir haben noch eine Quest übrigens gerade eben vergessen. Wir sollten noch zu diesen Grenzposten. Aber na egal, wir machen jetzt die Quest hier fertig. Anauk hat sich endlich dazu durchgerungen, etwas gegen die Koboldplage zu unternehmen. Sehr gut. Dafür stelle ich das Dodo-Fleisch natürlich gerne zur Verfügung. Hier, das sollte als Köder reichen. Wo du das Fleisch am besten platzierst, kann dir Quabati am Südeingang der Mine verraten. Mit der Monster Hunter Musik. Eine Sache an Rathalos gefällt mir übrigens nicht, wenn man am Boden läuft. Guck mal an, wie ich mich da drauf bewege. Seht ihr das? Wie mein Charakter sich darauf bewegt. Das slidet so ein bisschen so hin und her und so. Das ist echt ein bisschen komisch. Fliegen ist super. Aber auf dem Boden ist das Mount komplett... Naja. Also. Könnte besser sein, sage ich mal. Und dafür muss man 50 mal rein für das Mount. Eieieiei. Ja, aber mein Charakter wackelt mehr als der Drache. Das ist das Lustige. Ich wackel weiter, als der Drache wackelt mit den Schellen. Das ist schon ein bisschen komisch. Na, endlich setzt sich die Gockelbock gegen die Kobolde zur Wehr. Das wird aber auch Zeit. Die kleinen Plagegeister haben uns schon ganz schön zugesetzt. Den Köder legst du am besten in der Nähe eines Verstecks aus, wo du dich auf die Lauer legen kannst. Wenn dann Kobolde von dem Fleischgeruch angelockt werden und ihre neugierigen Nasen in die Kiste stecken wollen, dann schlägst du erbarmungslos zu. Erbarmungslos, meine lieben Freunde. Wir verpassen ihnen jetzt eine Abtreibung, die sich gewaschen hat. Nein, natürlich eine Abreibung. So. Okay. Dann legen wir es mal auf die Lauer. Und dann gibt es ein bisschen was auf die Hauer. Verarscht! Ups, das wollte ich nicht, egal. So. Ah, wir müssen komplett zurück zur Guckelburg. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz zu den Grenzposten, weil wir müssen auch noch hin. Sind aber auf einmal so hoch. Hm, hast du etwas für mich? Oh, ein Bericht vom Mögram über die Kobolde. Es stimmt also, dass die Kobolde nun auch im unteren Lanossea ihr Unwesen treiben. Wir werden unsere Patrouillen verstärken. Früher hatten es die Kobolde eher auf das westliche Lanossea abgesehen. Dort ist ebenfalls mit neuen Angriffen zu rechnen. Stelvern an den Sommerforthöfen sollte davon erfahren. Kannst du ihn bitte warnen? Oh, da müssen wir doch noch ein bisschen weiter reisen. La 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 la. Das Schöne ist, hier keine Nebenquests mehr offen sind, ne? Das ist schön, wie wir Gebiet nach Gebiet freischalten oder abschließen. Ostfeo meint also, die Kobolde könnten uns Ärger machen. Das sollen sie ruhig mal versuchen, wir werden auf alle Fälle auf der Hut sein. Hier im westlichen Lanossea haben wir lange keine Kobolde mehr gesehen, dafür setzen uns die Sahagin ganz schön zu. Trotzdem danke für die Warnung, ich verspreche, dass wir uns nicht nur auf die Sahagin konzentrieren, sondern auch verstärkt nach den Kobolden Ausschau halten werden. Hi Neil, schön, dass du da bist. Hier gibt's Nebenquests heute.
Sidequests only. Bald haben wir auch die nächste Klassenquest wieder. Total fertig heute. Was hast du denn angestellt, dass du so fertig bist? Oder einfach so ein allgemeines Fertigsein-Gefühl? Eieiei. Potato, das scheint ja gut gelaufen zu sein. Du hast den Kobolden eine ordentliche Lektion erteilt, wenn ich auch nicht glaube, dass du sie damit dauerhaft vertreiben konntest. Wir müssen die Verteidigung verstärken. Du bist doch ein guter Freund von Baderon, oder? Kannst du ihm ausrichten, in welcher Lage wir uns befinden? Der alte Thekenhai hat einen guten Draht zu den Gelbjacken und kann vielleicht dafür sorgen, dass sie uns Verstärkung schicken. Also auf nach Limsa. Bullet for my Valentine. Aha. Konzert. Danach noch Bar bis 4 Uhr. Aha. Ich hoffe ja, dass das. Also nicht alkoholisch, ne? Also. Hier wird nichts alkoholisch, also. Nur Milch. In einer Milchbar warst du. Liebe Kinder. Der war bis 4 Uhr in der Milchbar. Da gab's leckere Milchshakes. Aber nicht zu viel, sonst tut der Bauch weh. Die Gockelbock wird von gierigen kleinen Kobolden heimgesucht. So weit in den Süden haben sie sich also schon ausgebreitet. Die Kobolde sind ein wilder Stamm, der seit jeher das Gebiet Ogomoro im Norden der Insel Wilberend beherrscht. Eigentlich besteht ein alter Vertrag zwischen den Kobolden und Nimsa-Lominsa, doch im Laufe der Geschichte kam es immer wieder zu Streitigkeiten und Übergriffen. Besonders in letzter Zeit scheinen sie ihren Hang zur Gewalt freien Lauf zu lassen, weshalb der Mahlstrom in höchster Alarmbereitschaft ist. Hinter den Aktivitäten der Kobolde wird nämlich ein schreckliches Motiv vermutet. Gerüchten zufolge suchen die Kobolde nach Kristallen, um damit ihren Prima E-Titan zu beschwören. Wenn das wahr ist, müssten wir sie mit aller Kraft aufhalten, denn wenn sie Erfolg haben, wird Titan Tod und Zerstörung bringen. Das könnte das Ende von Nimsa-Lominsa bedeuten. Das Heer der Helden, das Titan bei seinem letzten Auftritt mit Mühe und Not besiegen konnte, wurde ja leider aufgelöst. Was? Baderon, du hast es vielleicht noch nicht mitbekommen, aber wir haben Titan schon mehrere Male getötet. Und wir haben sogar schon eine stärkere Version von Titan im ersten Schwitter getötet, Baderon. Ich glaube, du bist nicht ganz so gut informiert. Auf jeden Fall werde ich den Geldjacken von deinen Erlebnissen berichten. Danke für die wertvolle Information. Ja, immerhin hat er jetzt mal ein paar neue Informationen bekommen von uns. Ich wusste nicht, ob du schon weißt, Abenteurer. Ja, diese Kobolde sammeln Kristalle und dann wollen die ihren Titan beschwören. Das ist ja schon ewig nicht mehr passiert. Ja, Baderon erzählt Nachrichten von gestern, von vorgestern. Na gut, der kommt ja auch nicht aus seiner Kneipe raus. Und wenn es ihm keiner erzählt, erzählt es ihm halt keiner, ne? So. Nehmen wir die Quest hier oben schon mal an direkt. Vielleicht kann man die direkt auf dem Weg erledigen. Da können wir noch die Freibriefe freischalten. Yay! Da freuen wir uns noch drauf. Aber es ist schön, wenn die Karte so leer ist, ne? Das ist schon sexy. Wenn die so leer ist, wenn da nur Fates sind. Die normalen Symbole, die man sonst auch immer hat. Die Nebenquest wegzumachen, ist schon ziemlich cool. An Oshons Klammer beäugt die Soldatin Dösrel beunruhigt den zähen Verkehr auf der Brücke. Du willst Oshons Klammer überqueren? Dann hast du es hoffentlich nicht eilig. Heute sind hier so viele Leute und Karren unterwegs, dass die Brücke nur so ächzt und krächzt.
Würde mich nicht wundern, wenn sie bald zusammenbricht. Jeder, der von dem Salominsa zu dem Morabi-Trockendocks oder zurückreisen will, muss über Oshons Klammer. Heute ist ganz besonders viel los und die Fuhrwerke kommen kaum noch voran. Würst Mager sollte eigentlich den Verkehr regeln, damit es zu keinem Staus kommt, aber ich habe keine Ahnung, wo er sich herumtreibt. Wenn du ihn findest, richte ihm bitte aus, dass er gefälligst seine Pflicht zu erfüllen hat. Ist er hier hinter? Ja. Ach, lass mich bloß in Frieden. Ich habe keine Lust, bei dem blöden Verkehr auf der Brücke zu regeln. Selbst wenn ich mir die Kehle aus dem Hals schreie und mit den Armen winke, bis sie mir abfallen, kommen die Leute trotzdem nur zäh voran. Die ungeduldigen Fuhrleute lassen dann ihren Frust natürlich an mir aus. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich gehe nicht zurück an die Arbeit, bevor sich die Hitzköpfe nicht beruhigt haben. Nur dafür sorgst, geht's bestimmt schneller. Ach ja. Ich muss weiter. Alles andere ist mir vollkommen egal. Meine Waren werden dringend in den Docks gebraucht und erzähl mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Du hast ja recht. Da habe ich wohl etwas überreagiert. Also erstmal tief durchatmen. Chill. Nun gut, ich sehe ein, dass ich etwas überreagiert habe. Danke, dass du mich zur Vernunft gebracht hast. Ach ja. Warum ist hier eigentlich keine Musik in Lanossea? Wie ist ja ganz schön komisch, dass keine Musik ist. Ja, mittags. Ist das nicht so, dass das jetzt irgendwie nachts wäre und irgendwie ruhig sein soll oder so, aber. Du hast es geschafft. Sie haben sich tatsächlich beruhigt. Vielen Dank. Jetzt, da die Fuhrleute endlich wieder zuhören, anstatt nur herumzuschreien, werde ich sofort den Verkehr in Gang bringen. Einen Moment. Sag Dysrael bitte schon mal Bescheid, dass ich meine Arbeit wieder aufgenommen habe. Oh, die Wagen sind jetzt wirklich weg. Guck mal. Und die bleiben auch weg, ne? Das heißt, ich habe die Welt für mich verändert. Haha. Aber wie geht das? Kann man durch die Wagen vorhin durchlaufen? Weil was ist denn, wenn jetzt ein anderer Spieler hierher kommt? Ich laufe jetzt einfach hier durch. Durch die Wagen. Man sieht ja, ob ich da einfach durchlaufen. Hm. La 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 la. Hm, hm, hm. Würst Mager hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Hervorragend. Dann flutscht der Verkehr hoffentlich wieder wie eine Flunder. Er macht seine Sache wirklich gut, solange er nicht eingeschnappt ist. Leider reagiert er ein bisschen empfindlich auf allzu laute Beschwerden. Je mehr Schiffe in den Trockendocks gebaut werden, desto mehr Leute und Kutschen sind auf den Straßen unterwegs. Es wird also immer wichtiger, dass wir für ein reibungsloses Durchkommen sorgen. Yay, Level up. Wir können die nächste Klassenquest machen, wenn wir es denn wollten. Aber wir wollen es nicht, denn wir wollen erstmal die Quests hier eben erledigen. Dann haben wir das nächste Gebiet komplett abgeschlossen. Bam, 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 bam. Also die Inselquest hier mache ich nicht, weil das mache ich dann, wenn ich auf 90 bin und dann eine eigene Insel bekommen kann. Dann mache ich das. Vorher mache ich das nicht. Ich möchte keine Inseln besuchen. Ich möchte nicht gespoilert werden. Ich weiß nicht, was wie die aussieht. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Also außer das, was man in dem Entwicklerbrief gesehen hat. Dem Essenswagen von Wafufu fehlen ein paar Proviantpakete und sie benötigen Hilfe, um sie wiederzufinden. Oh weh, ich habe anscheinend 4 meiner Proviantpakete verlegt. Was soll ich nur machen? Ich kann Abriams Magen schon von weitem grummeln hören. Ich bin mir sicher genug, für alles zubereitet zu haben. Daher muss ich unterwegs ein paar verloren oder den falschen Leuten gegeben haben. Oh, hast du das gehört? Das war schon wieder Abriams Magen. Er sieht nicht sehr glücklich aus, oder? Ich muss bei meinem Wagen bleiben, aber wenn du die Trockendocks nach diesen Proviantpaketen absuchen könntest, wäre ich dir ewig dankbar. Vielleicht bereite ich dir sogar etwas Besonderes zu. Ah, hast du das gesehen? Abriam hat einen bösen Blick hier rüber geworfen. Ah, wenn seine Verpflegung nicht bald wieder auftaucht, befürchte ich, dass er mich aufessen wird. Haha, ich esse auch gerne Lalas zum Frühstück. Mein Drache übrigens auch, der isst auch gerne Lalas. Lalabraten, Wafufu braucht eins ihrer Proviantpakete zurück, sagst du.
Also ich dachte schon, das Mädel hätte ein Auge auf mich geworfen, obwohl sie natürlich mein Typ ist. Ich mag Frauen, die ein paar Ilme größer und ein paar Ponzen schwerer sind und ein paar Stufen blauer, wenn du verstehst, was ich meine. Ich hätte jedoch durchaus eine zweite Mahlzeit gebrauchen können. Man bekommt ganz schön Appetit, wenn man den ganzen Tag auf Eisen rumklopft und dann das in Form bringt. Lala-Braten. Ist einfach das... Also ganz ehrlich, Weihnachten ohne Lala-Braten? Das ist doch kein Weihnachten. Bei uns wird einfach jedes Weihnachten ein Lala in das Kaminfeuer gestellt. Und dann wird das schön knusprig gemacht. Und dann wird er gegessen. Sag's nicht. Du willst mir mein Essenspaket. Ich kann es dir in deinen anklagenden Augen sehen. Natürlich wusste ich, dass dieses Proviantpaket nicht für mich bestimmt waren, da ich heute immerhin frei habe. Aber ich hätte niemals gedacht, dass die kleine Wafufu eins vermissen würde. Versprichst du mir, nicht zu erwähnen, dass ich es war, wenn ich es dir zurückgebe? Ich möchte nicht, dass du das Mädel schlecht von mir denkst, obwohl ich das natürlich nicht hätte tun sollen. Aber sie muss es ja nicht wissen, oder? Bitte, bitte. Bitte. Bitte sag mir, dass du die Essenspakete gefunden hast. Ich schwöre, Admirum ist seit unserem vorherigen Treffen ein ganzes Stück weit näher gerückt. Eins, zwei, drei, vier. Du hast es geschafft. Du hast alle verlorenen Proviantpakete gefunden. Nun kann ich endlich wieder in Ruhe durchatmen, in dem Wissen, dass Admirum seinen kannibalischen Fantasien nicht ausleben wird. Zumindest nicht heute. Schade, ich dachte, ich hätte schlechtere Sachen. Ich habe schon Level 12. Na gut. Dockaufseher Yulgi Honalgi an den Morabi Trockendocks benötigt Hilfe bei der Inventur. Ich bin auf der Suche nach einem stramm jungen Abenteurer, der gut mit Zahlen umgehen kann, um unsere verbliebenen Vorräte an Planken und Holzscheiten zu inventarisieren. Aber ich kann auch mit dir vorlieb nehmen. Nun, da die Arbeit an der Victory fast abgeschlossen sind, muss ich unsere Holzbestände überprüfen, um festzustellen, ob wir noch mehr brauchen. Ratzin, Milzin und Rumiumo Falaimo haben bereits mit der Inventur begonnen, also sprich zunächst einmal mit den beiden. Ich benötige die genauen Bestände der Achterdeck-Holzscheite und der Vorderdeckplanken, verstanden? Müssen wir jetzt wieder zählen, wie das bei der einen Quest bei Shadowbringers war? Das wieder zusammenrechnen? Nee. Ich habe gerade die Zählung der Zedernholzmasten abgeschlossen und dem Rangiermeister werden die Ergebnisse nicht gefallen. Wie? Du berichtest ihnen das für mich? Gerne, Junge. So groß wie die Victory ist, benötigen sie drei große Masten und zwei kleinere. Jeder Mast wird mit vier bis fünf Rahen versehen, an denen die Segel befestigt werden. Man muss keine Zahlengenie sein, um zu realisieren, dass das eine ganze Menge Holz ist. Wie viele masttaugliche Holzscheite ich hier gezählt habe, willst du wissen? Vier. Nicht 400, nicht vierstellig, nicht einmal 410. 1, 2, 3, 4. Das kannst du gerne dem Dockaufseher stecken, aber behaupte später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Oha. Ein kleines Jump'n'Run-Puzzle, guck mal. Ah. Hui. Naja, Puzzle ist es nicht wirklich, ne? Egal. Es war trotzdem lustig. Exakt 200 Planken aus Eichenholz. Nicht eine mehr oder weniger. Ich habe sie zweimal gezählt und dann noch dreimal. Nur um sicher zu gehen. Wir bekommen jedoch Schwierigkeiten, wenn die Schiffbauer mehr als das brauchen. Die Brände der Katastrophe haben die meisten Bäume im alten Eichenwald vernichtet. Was mit den Verbliebenen passiert ist, fragst du. Nun, die haben wir gefällt, um die Victory zu bauen. Ich nehme an, du hattest genügend Finger, um dir beim Zählen zu helfen. Also schieß los, wie ist die Lage? Das sind in der Tat weniger freudige Zahlen. Die Katastrophe liegt zwar schon eine Weile zurück, aber anscheinend haben wir uns noch lange nicht davon erholt. Als Limsa mit Salzwasser im Blut schmerzt es mich, das zu sagen, aber wir müssen uns vermutlich an die Waldbewohner in Gridania wenden, um die Victory rechtzeitig fertigzustellen. Riecht das eine Folgequest? Das klingt so ein bisschen so. Nee. Okay, keine Folgequest.
Meinetwegen. Lass mich raten, ist unten, ja. Ich kann da nicht runter. Okay, doch, ich kann da runter. Schiffbauer Hetzkitzel von Naldik und Vimelli benötigt eine Wärmequelle für seine Nietarbeiten. Im Nieten macht mir keiner was vor. Platten, die ich vernietet habe, sind wasserdicht auf 1000 Jahre. Wo ich einen rotglühenden Niet einhämmer, bekommen ihn keine 10 Schokobus mehr heraus. Man muss den Niet vor dem Einschlagen mit der Essenz vom Blitzhexagon erwärmen. Dann sitzt der bombenfest und meine Kreiselhiebtechnik hat natürlich auch etwas damit zu tun. Allerdings geht mein Vorrat an Essenzen langsam zur Neige. Würdest du mir den Gefallen tun, gegen ein paar Blitzhexagone anzutreten und in ihre Essenzen abzujagen? 3 würden mir erstmal reichen. So. Mimi Doa, ein alter Schiffsbaumeister von Naldik und Vimelli, möchte jemanden zum Oschens Fackel schicken. Ahoi Matrose, schön, dass du mir Gesellschaft leistest. Seit ich nicht mehr so oft zu Oschens Fackel gehen kann und mit dem alten Rotzenzieher zu klönen, ist mir manchmal ein bisschen langweilig. Der alte Alunke ist aber bestimmt schon schlimmer dran. Hockt allein da oben auf seinem Leuchtturm und schnitzt zum Zeitvertreib Figuren. Sowas Ödes aber auch. Bisher habe ich ihn einmal pro Woche das Material gebracht, aber seit meine Hüfte zicken macht, schaffe ich den Weg einfach nicht mehr. Wahrscheinlich hat der gute Rostenzieher schon eine Weile nichts mehr zum Schnitzen. Willst du ihm nicht eine Freude machen und ihm 4 Schakalfangzähne vorbeibringen? Aber die müssen blitzblank sein. So. Leute, auf Twitch übrigens, es geht auch bald dann, also nach Hogwarts Legacy, das Spiel, das danach kommt, ist vermutlich dann Sons of the Forest. Und da habe ich einen Spielpartner für. Ich verrate nicht wer. Es ist aber jemand, der, wenn man mich länger verfolgt, vielleicht nicht ganz unbekannt ist. Mehr verrate ich nicht. Da 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 da. Dam da 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 da. So, weil auf YouTube ist eh schon. Also wenn das Video hier auf YouTube kommt, dann sind die Videos schon längst durch. Vermutlich. Wobei dann ja im April auch schon Dead Island 2 kommt, ne? Das werde ich natürlich dann auch schon wieder mit der gleichen Person dann spielen. Also wenn man mir Dying Light 2 war das, ne? Genau, Dying Light 2 gesehen hat oder Goat Simulator oder Minecraft, der wird Bescheid wissen. Wen ich meine. Ba 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 bam, ba da dam, bam, bam, ba da dam. Drei Blitzhexagon-Essenzen, die werden eine gute Wärmequelle zum Nieten abgeben. Vielen Dank für deine Hilfe. Die Idee, Niete mit Blitzhexagon-Essenzen aufzuheizen, stammt übrigens vom ersten Schiffsbauer Adbörm. Er ist wirklich ein Ingenieurgenie. So lange beschäftigt er sich noch gar nicht mit dem Schiffbau, aber er ist im Handumdrehen zum ersten Schiffbauer aufgestiegen. Ein wahres Wunderkind. Ich weiß gar nicht, ob ich eine bessere Kopfbedeckung habe. Nee. Passt so.
So, da haben wir hier die Quest erledigt. Wir könnten das mit dem Freibrief noch kurz machen hier. Mit den Freibriefen. Da haben wir die auch mal freigeschaltet. Nur müssen wir halt einen Freibrief für machen, ne? Oravan an den Morabi Trockendock sucht Abenteurer und Abenteurerinnen, die bereit sind, Gildenfreibriefe zu erledigen. Bist du auf der Suche nach Arbeit? Da kann ich dir weiterhelfen. Ich bin Oravan und ich stehe im Dienst der Abenteurergilde. Hier in den Trockendocks gibt es immer viel zu tun. Wer die Hilfe eines Abenteurers benötigt, wendet sich an mich und ich vermittle diese Aufträge an fähige Hände weiter. Gildenfreibriefe nennt man diese Aufträge. Manchmal geht es etwas härter zu und ich muss wissen, dass ich mich auf dich verlassen kann. Mit feigen Drückebergern ist uns nicht geholfen. Bist du bereit, zuerst einen Probeauftrag zu erledigen? Ich glaube, das war gerade Stufe 20, ne? Aber ich bin ja erst Stufe 15. Machen wir später. Es fiel mir gerade erst ein, dass das ja eine Stufe 20-Ding ist. Na egal. So. Ah, Besuch, wie nett. Es tut gut, sich mal mit jemand anderem zu unterhalten, als mit den Stimmen der rauen See, Tag ein, Tag aus. Für mich? Ah, verstehe. Mimidoa hat dich geschickt. Danke. Aus den Zähnen kann ich feine Sachen schnitzen. Das wird mich darüber hinwegtrösten, dass Mimidoa sich kaum noch blicken lässt. Richte dem alten Alunken aus, dass es mir gut geht und ich hier die Stellung halte, im Dienste der Seefahrt, bis das Meer meinen Körper umschlingt. Leuchtturmwärter Rostensee sucht jemanden, der seine Angebeteten eine Blume überbringt. Ich weiß ja, dass der Beruf des Leuchtturmwärters unabkömmlich für eine sichere Seefahrt ist, aber diese einsamen Nächte alleine oben im Leuchtturm machen mir sehr zu schaffen. Soll ich ihr meine Liebe gestehen? Wenn sie doch nur bei mir wäre. Noch ist es nicht zu spät. Mit diesen Gedanken habe ich mich lange geplagt und mein einziger Gesprächspartner war die See. Dann habe ich mich entschlossen, ihr als Zeichen meiner Zuneigung ihre Lieblingsblume zu schicken. Ihr Name ist Gimtota. Sie ist die Kommandantin der Wachtruppe an den Morabi Trockendocks. Eine echte Wucht, die Frau. Du solltest mal erleben, wie sie die Wachtruppen beim Morgenappell nach ihrer Pfeifen tanzen lässt. Ich kann meinen Posten im Leuchtturm nicht verlassen. Hättest du die Güte, am leeren Herz einen Lanosea-Lilie zu pflücken und sie in meinen Namen Gimtota zu übergeben. Aber sei gewarnt, auch Monster fühlen sich zuweilen von dem Duft der Blumen angezogen. Ach ja. Oh, das sind mehrere Gegner. Das habe ich nicht mitbekommen. Ein Geschenk vom Leuchtturmwärter Rostensee, sagst du? Er ist also immer noch in mich verliebt. Nein, es tut mir ja fürchterlich leid, aber ich kann seine Gefühle nicht erwidern, zumindest nicht jetzt. Ich habe als Kommandantin der Wachtruppe eine verantwortungsvolle Aufgabe und solange die Victory nicht fertiggestellt ist, kann ich diesen Job unmöglich hinwerfen. Ich werde hier gebraucht. Danach aber, ich werde die Blume aufbewahren, damit sie mich an seine Gefühle erinnert. An den Tag, an dem die Victory vom Stapel läuft, werde ich noch einmal darüber nachdenken. Lass mich raten, die Victory wird niemals vom Stapel laufen. Ah, das ging aber schnell. Die Jugend ist eben gut zu Fuß. Freut mich, dass der alte Turmhocker vor lauter Langeweile noch nicht ins Meer gehüpft ist. Na, mit den Schnitzen wird er sich jetzt wieder eine Weile die Zeit vertreiben können. Eine nette Freundin, die sich um ihn kümmert, das ist, was ihm fehlt, so einsam wie er da oben ist. Hahaha, wenn wir 10 Jahre jünger wären, würden wir nachts durch die Schenken ziehen, aber die Zeiten sind vorbei. Aber vielleicht schmeißen wir mal eine Party auf dem Leuchtturm, das wäre doch was. Yay. Eine Quest haben wir noch.
eine Quest haben wir noch. Gibt aber schon mal eine Folgequest da unten. Oh, wer weiß. Könnte auch One-Off sein. Asumin von der Melvana Zollbehörde möchte dich bitten, die Umgebung des Kerzenwachtkais von Monstern zu befreien. Ich vertrete die Melvana Zollbehörde. In letzter Zeit häufen sich Meldungen über hungrige Monster, die hier am Kai die Ladung durchwühlen. Bei den Monstern handelt es sich um eine eingeschleppte, bislang nicht in Wildbrand ansässige Spezies. Da sie abgesehen von unseren Lanzen keine natürlichen Feinde haben, müssen sie so schnell wie möglich beseitigt werden. Sonst artet die Sache noch zu einer echten Plage aus. Die Monster haben nördlich des Kais ein Nest. Nimm dieses Stück faules Dodo-Fleisch und leg es dort aus. Die hungrigen Monster werden herauskommen und sich auf das Fleisch stürzen. Da wird es dir ein leichtes sein, ihnen allen den Garaus zu machen. Wir müssen scheinbar nur am einen Ort das machen. Aber ich habe nur oder stand da gerade eine 3 dran? Ich glaube, ich habe das nicht gesehen, dass da 3 dran stand. Oh mein Gott, was bist du denn für ein fettes Vieh? So. Respekt, die hast du gründlich ausgemerzt, aber warum sich in dieser Gegend Tafnair Schattenmilben ausgebreitet haben und dann noch in solch einem bedrohlichen Ausmaß, das ist mir ein Rätsel. Besonders da hier am Kerzenwachtkai weder Schiffe aus Übersee anlegen noch Ladung aus anderen Ländern umgeschlagen wird. Die einzige Erklärung ist, dass Piratensportler ihre verbrecherischen Finger im Spiel haben. Ich werde umgehend eine Untersuchung einleiten. Aber an dieser Untersuchung nehmen wir nicht teil. Gut zu wissen. Das war's, wir haben alle Quests, südlichen, ne? Unteres Ladungsseher haben wir erledigt. Außer das Freibriefe-Ding, das müssen wir auch noch machen. Das sage ich jetzt wieder und ich werde es vermutlich für Jahre vergessen. Und dann im nächsten Part geht es zur Klassenquest und dann geht es in Gredania vermutlich weiter. Also hier im Finsterwald geht es dann vermutlich weiter. Und ja, die Leute auf YouTube, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif und macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.